Ja, das merkt man schon, wenn man gutes Wassergefühl hat, dann hat man einfach Druck und man schwebt sozusagen und das ist schon schön. Leonie Kullmann, Schwimmerin, zarte 15 Jahre jung und allein in der Großstadt. Die Dresdnerin kam vor anderthalb Jahren in die Spree-Metropole, seitdem wohnt sie im Internat am Sportforum Hohenschönhausen. Sie braucht zwar nur angenehme 5 Minuten zum Training, doch um nach ganz oben zu schwimmen, verlässt sie auch gerne mal die Komfortzone. Sie ist auf dem besten Wege, richtig gut zu werden, dadurch, dass sie eben sehr, sehr akribisch arbeitet. Also sie ist nicht das allergrößte Talent, das muss man ganz ehrlich sagen, aber sie ist eine Arbeiterin. Und das, was sie macht, macht sie sehr gut, weil sie es eben sehr gut erarbeitet. Mit diesem Willen hat sie Erfolg, qualifiziert sich über die deutschen Meisterschaften für die Jugend-EM und wird da mit der Staffel 2x Zweite. Im Einzel springt noch eine Bronzemedaille heraus. Doch ihr Weg zum Leistungsschwimmen untypisch. Sie begann mit Ski Alpin, betrieb Akrobatik und war schon immer ein sportliches Kind. Dann, als ich 9 war, sind wir in die USA gezogen. Und wir waren in den Südstaaten und da ging es mit dem Ski Alpin nicht, weil es war zu warm für Schnee. Und für die anderen Sportarten musste man älter sein. Und deswegen bin ich dann zum Schwimmen gekommen. Und nun ist sie hier, in der größten Stadt Deutschlands, 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Als Teenager ein gewaltiger Schritt. Es war schon schwer am Anfang, also sich einfach selber zu kümmern und früh morgens nicht von der Mutter geweckt zu werden, sondern mit dem Wecker aufstehen, sich selber die Brote zu schmieren und dann abends allein ins Bett zu gehen. So oft es geht, fährt Leonie nach Hause. Da wartet ein oft geweckter Stubentiger auf sie, Neptun, also der römische Wassergott. Hinter dem Namen steht eine bewegende Geschichte, die mit dem Elbhochwasser vor 2 Jahren zu tun hat. Die Familie, die die Katze gehört haben, die haben näher an der Elbe gewohnt und das wurde evakuiert, das Gebiet. Und deswegen mussten die auch irgendwie ihre Katzen loswerden und so haben wir ihn bekommen und so heißt er auch Neptun. Zu Hause wird dann aber nicht nur kräftig mit dem Kater gespielt, sondern weitergearbeitet. Für die Zeit in Dresden kriegt sie vom Berliner Trainer Alexander Römisch einen Plan mit, den sie alleine runterackert. Aber auch dann hat sie etwas Heimweh, diesmal nach Berlin zu ihrer anderen Familie, ihrer Trainingsgruppe. Dadurch, dass wir in Berlin so ein gutes Verhältnis haben in der Trainingsgruppe, ist es dann schwer, sich alleine zu motivieren, zum Training zu gehen. Und ja, die Trainingsgruppe, die ist halt da zum Pushen und das hat man dann eben nicht, wenn man alleine schwimmen muss. Also alleine weiter schuften, denn nach der diesjährigen deutschen Meisterschaft soll es noch höher hinausgehen. Jetzt kommt da die DM und da will ich mich dann für die JDM qualifizieren. Wenn es da gut klappt, dann für die JWM. Und langfristig sind die Olympischen Spiele schon ein Ziel. Leonie Kullmann, eigentlich ein Familienmensch, eine junge Dame, die mit ihren Liebsten gerne einmal um die Welt fahren möchte. Doch für ihr ganz großes Ziel arbeitet sie auch fast alleine in der großen Stadt Berlin.